Für viele ist in der F4 der Unterschied zwischen den dissoziativen und den somatoformen Störungen nicht klar ersichtlich und man merkt sich die dann auch nicht so gut. Deswegen möchte ich dir jetzt mal ganz kurz erklären. Die somatoformen Störungen sind psychisch bedingt und zeigen sich auf der körperlichen Ebene. Körperlich heißt in den Organsystemen, also in der Atmung, im Bauch oder im Herzbereich. Das sind die somatoformen Störungen. Psychisch bedingt, meistens chronisch und eben Symptome auf der innerkörperlichen Ebene. Die dissoziativen Störungen sind auch psychisch bedingt. Das haben sie gemeinsam. Sie sind aber nicht unbedingt chronisch. Sie können chronisch sein, sie können aber auch akut auftreten. Und die Symptome treten auf der neurologischen Ebene auf. Man sagt pseudoneurologisch, weil es schaut aus, als wäre es neurologisch. Es schaut also so aus, als wäre unser zentrales Nervensystem betroffen. Ich vergesse bestimmte Dinge, bestimmte Teile meines Körpers sind gelähmt. Und genau solche Symptome, wie wir sie vermuten würden, wenn das Gehirn in Angriff genommen wird. Und das ist genau der wesentliche Punkt zwischen somatoformen Störungen und den dissoziativen Störungen. Wenn du das im Blick hast, dann hast du schon ein ganz wichtiges Prüfungsthema gut verstanden, wo viele Schwierigkeiten haben. Hinterlass einen Daumen hoch, wenn dir der Tipp gefallen hat. Abonniere unseren Kanal, wenn du weitere Tipps willst und schreib gerne einen Kommentar.